In Wolfsburg fährt sich gerade ein Stromer warm, der das Potenzial hat, der Golf des Elektrozeitalters zu werden. Der VW ID Neo. Ein kompakter mit digitalem Innenraum, viel Platz und einfacher Bedienung. Außen so groß wie ein Golf, bietet er dank des langen Radstands und einem nach vorn versetzten Armaturenbrett innen so viel Platz wie ein Passat. Das Wichtigste sind aber die Reichweite und der Preis. In der Basis soll der Neo schon mindestens 330 Kilometer schaffen. Bei den Batterien sind aber 60, 80 und sogar 110 Kilowattstunden Energiegehalt denkbar. Quasi unterschiedliche Tankgrößen. Und damit wären nicht nur längere Reichweiten bis zu 600 Kilometer drin, sondern auch unterschiedliche Motorleistungen. Die Preise könnten ab 25.000 Euro beginnen und so soll der ID Neo, anders als zum Beispiel die Tesla-Modelle, auch für den Massenmarkt interessant sein. Die Vorstellung des ID Neo erfolgt noch 2019. Startschuss für den neuen Golf der Zukunft ist dann Anfang 2020.